So sieht eine Pferdegeburt bei Sims 4 aus. Um Fohlen zu zeugen, brauchen wir natürlich zuallererst zwei Pferde. Das ist unser Hengst und das hier ist unsere Stute. Und als nächstes braucht ihr eine gute Beziehung zu einem von den beiden Pferden. Das andere? Egal. Das schafft ihr, indem ihr dem Pferd Witze erzählt, den Hals massiert und einfach ganz viel Zeit mit ihr oder ihm verbringt. Und dann könnt ihr euer Pferd dazu ermutigen, sich mit anderen zu paaren. Findet das Pferd offensichtlich gut? Und so sieht dann die Paarung aus, Leute. Im echten Leben wird man vom Kuscheln und Schmusen natürlich nicht schwanger bei Sims 4, aber ja schon, wenn man ein Pferd ist. Und jetzt müssen wir abwarten. Herzlichen Glückwunsch! Wir erwarten einen Fohlen. Man sieht sogar, dass sie schwanger ist. Und nach 1,5 Sims-Tagen setzen die Wehen dann ein. Wir können das Pferd jetzt beruhigen. Und dann wird das Fohlen von selber geboren. Es ist eine Stute. Und sie heißt 1, 2, 3. Gloria. Und auf magische Art und Weise erscheint das dann. Und wir können es einfach direkt verkaufen.